Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, und ausnahmsweise auch nochmal Salvete Spectatores zurück im Novus Imperium Romanum. Mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück im faschistischen Italien, das gerade Krieg führt gegen das Deutsche Reich. Und wir haben jetzt, man könnte das ja irgendwie versuchen, so zu erklären. Wir haben uns jetzt doch über die vermeintlichen. Über alle vermeintlichen Abkommen hinweggesetzt. Die Tatsache, dass das Deutsche Reich den Antikominternpakt, zu dem wir ursprünglich gehörten, mit Füßen getreten hat, indem es sich mit der Sowjetunion verbündet hat. Das hat unseren Duce hier doch so erbost, dass er sich jetzt dazu veranlasst sah, dem Deutschen Reich in den Rücken zu fallen und während es gerade jetzt gegen die Sowjetunion kämpft, eben weiter zu bekriegen. Okay, wir sind auch außerdem ja im Krieg mit der kompletten Achse. Das heißt, wir kämpfen also auch gegen Japan. Und wir sind hier gerade dabei. Warum machen die da so komische Sachen? Und sind jetzt gerade hier dabei, auch in Ostchina weiter vorzustoßen. Das ist die Sowjetunion hier gerade, ne? Es wäre mir eigentlich jetzt hier sehr lieb, wenn du diese Front hier einnehmen könntest. Ja, vor allen Dingen, das, schaut euch das einfach nochmal an. Da lassen die einfach Peking komplett liegen, ne? Das ist bitte so. Und danach marschiert ihr bitte schnurstracks auf Peking. Ja, das Dumme ist, Peking wird schon angegriffen und Peking hätte ich eigentlich gerne gehabt. Sehr, sehr ärgerlich. Sehr, 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 sehr ärgerlich. Naja, gut. Also da hätten wir uns auf den Kopf stellen können. Da kannst du auch die Bewegungsbefehle direkt bis nach Peking stecken. Aber da wird dann halt nichts passieren. Das ist extrem ätzend. Okay. Im letzten Part habe ich ja damit aufgehört, wie man jetzt diesen Abessinienkrieg Mussolinis, also diesen in Anführungszeichen Krieg Mussolinis, das war ja ein Krieg, den er auch geführt hat, um seine Herrschaft im Inneren zu legitimieren. Und wie man den zeitweise als letzten Kolonialkrieg verharmlost hat. Ich möchte da echt nochmal darauf hinweisen, das ist schon ein qualitativer Unterschied, ob man wirklich jetzt einen Kolonialkrieg betreibt oder betrieben hat, wie das die europäischen Mächte lange Zeit getan haben, den sie wirklich ja auch Moment mal kurz, ich muss den Befehl mal gerade ein bisschen korrigieren, indem sie also auf Heere einheimischer Menschen setzten oder Heere aus Einheimischen rekrutierten, die dann gegeneinander kämpften, oder ob es halt eben wirklich so ist, wie ich das jetzt hier vorhin beschrieben habe. Oder wie der eigentlich, also sehr nicht meine Beschreibung, sondern es ist ja die Beschreibung von dem Wolfgang Schieder, dass es da tatsächlich, ich muss mal überlegen, ich glaube, ich halte den Burschen hier mal auf. Und dann machen wir mal schnell hier oben dicht. Genau. Versuchen wir mal hier ein paar Truppen einzukesseln. Ich glaube, das könnte hier nicht schaden. Ja, also, oder ob das wirklich jetzt so ein großer, orchestrierter Krieg ist, wie der Wolfgang Schieder das auch in seinem Buch beschreibt. Und da muss man halt einfach auch sagen, das ist ein qualitativer Unterschied. Ne? Das ist eben nicht mehr so der, das ist eben nicht mehr so der harmlose, in Anführungszeichen harmlose Kolonialkrieg, sondern ich habe es ja auch im letzten Teil genannt, 500.000 italienische Soldaten mit Luftwaffe, mit Panzern, mit Giftgas und allem drum und dran, was die Kriegsführung zu bieten hatte. Die sind wirklich mit allem los, was man da irgendwie aufbieten konnte und haben da das auch konsequent gegen die zivile Bevölkerung eingesetzt, die dann auch deportiert wurde, teilweise in Konzentrationslager. Wobei ich jetzt nochmal sagen würde, da gab es eben auch einen qualitativen Unterschied zum
Deutschen Reich eben diese konsequente Nutzung von Konzentrationslagern im Deutschen Reich als Vernichtungslager, also wirklich als regelrechte Vernichtungslager. Das hat es wohl, ich muss das nochmal recherchieren, aber wenn ich mich jetzt hier nicht irre, hat es das so in dieser Form in Italien nicht gegeben. Aber da lasse ich mich ansonsten nochmal gerne von euch belehren. Wenn ihr da was gefunden habt, dann sagt mir das doch noch bitte. Aber ich meine, Wolfgang Schieder sagt das eigentlich auch deutlich. Ich gucke das auch gerne nochmal nach. Auf den kann man sich ja an der Stelle auch wirklich gut verlassen eigentlich. Das ist ein renommierter Historiker, der auch eine Biografie über Mussolini geschrieben hat. Also der kennt sich da auch schon, ziemlich gut mit aus. So, wir bauen weiter hier Fabriken. Aber es ist vielleicht gerade nochmal wichtig, da den Hinweis zu geben, dass es bei solchen historischen Phänomenen ja eben qualitative Unterschiede geben kann. Ja, und das macht einfach einen Unterschied, ob das jetzt so ein europäischer Kolonialkrieg war in Abessinien oder ob das wirklich so ein groß orchestrierter Einsatz von italienischen Truppen war, die sich auch gegen die Zivilbevölkerung massiv gerichtet haben. Das wird man nicht leugnen können. Das Phänomen ist mittlerweile historisch sehr gut untersucht. Auch von Italienern selbst übrigens. Also das sind jetzt nicht irgendwelche Leute, die den Italienern da am Zeug flicken wollen, sondern da gibt es eine Aufarbeitung in der italienischen Geschichte. Und insofern hat es ja dann auch, das habe ich glaube ich mal an einer Stelle bereits auch erwähnt, hat das für ganz große Kontroversen gesorgt, weil vor einiger Zeit so ein bisschen eine Rehabilitierung von Mussolini stattfand oder man hat versucht, den Mussolini wieder so ein bisschen zu rehabilitieren und auch ein bisschen stark, vielleicht auch über Gebühr, zu historisieren. Das heißt, der Mussolini, der war ja, das wäre jetzt so eine These, ne? Der wäre ja nur so denkbar gewesen aufgrund der Zeit, in der er da gerade gelebt hätte. Und ansonsten wäre das ja, das wäre alles quasi den Zeitumständen geschuldet. Das ist, da muss man aufpassen mit solchen Argumentationen. Das ist das meiner Meinung nach auch zu stark historisiert. Das hat es in ähnlicher Weise auch bei einer Debatte über den Nationalsozialismus in Deutschland gegeben. Auch das äußerst problematisch. Ich bin der Meinung, man kann nicht vorbehaltlos die Schuld in der Geschichte selbst sehen, sondern muss da auch die Verantwortung der Akteure mit berücksichtigen. Das hat es in Italien genauso gegeben wie in Deutschland eben auch. Ohne das wird man da zu ganz schiefen Geschichtsbildern kommen und das kann nicht im Interesse einer seriösen Forschung sein. Das hat vielleicht bestenfalls politische Interessen oder politische Hintergründe, aber man muss da auch ein bisschen die Wissenschaft berücksichtigen und sprechen lassen, ne? Also die evidenzbasierten Fakten, die gerade eben im Zweiten Weltkrieg ja schon doch wirklich sehr, 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 sehr zahlreich zutage gefördert wurden. Das ist eines der am besten untersuchten historischen Phänomene. Jetzt nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ. Auch das vielleicht mal ein wichtiger Hinweis. Okay. Mir ist ja natürlich dran gelegen, dass wir das Deutsche Reich möglichst schnell niederwerfen. Da haben wir eben ein paar Truppen der Deutschen überrannt. Ja, Kesselbildung, das versuchen wir so ein bisschen. Da müssen wir mal gucken, ob das alles so klappt, wie wir uns das hier vorstellen. Jetzt schwer dafür, dass wir mit den Fallschirmjägern keine zu gewagten Offensivmanöver durchführen, sondern dass wir versuchen, uns hier ein bisschen auch im Rücken nach Wien durchzukämpfen und uns damit auch die Möglichkeit offen halten, einen weiteren Absprung zu machen. Du kannst eigentlich auch mit hier eingreifen. Stuttgart haben wir übrigens eingenommen.
Wir haben freie Militärfabriken. Ja, stimmt aber was nicht. Oh, ich muss meine Waffensysteme oder meine Infanteriebewaffnung erneuern. Stopp, das sollte Panzergrenadierausrüstung werden. Mir hatte mal jemand gesagt, ich sollte das alles ordnen. Nee. Das wird nicht mehr funktionieren. Es tut mir wirklich leid. Also, wir stellen hier unsere Produktion um. Ich werde nur die Panzergrenadierausrüstung, die werde ich ganz nach oben packen. Taktischen Bomber. Ich weiß nicht, ob wir den noch brauchen. Wir gehen, glaube ich, eher nochmal auf die Folgore, weil wir brauchen noch ein paar Jäger. Da haben wir so ein leichtes Defizit. Ja. Genau. Okay. Wir lassen jetzt mal noch ein paar Tage ticken und dann schauen wir mal gerade weiter. Wie sieht es eigentlich so von den Verlusten aus 2000, 10.000? Das ist ja alles bisher sehr, sehr, sehr human. Also wir rufen mal Peru und Venezuela nochmal in den Krieg rein. Das funktioniert nicht. Dann müssen wir Bulgarien manuell rufen. Ah, sie werden nicht akzeptieren. Oh. Beschützen gegenüber Slowakei und Ungarn, okay. Dann kommen die wahrscheinlich, wenn wir die überrannt haben. Wäre eigentlich schön, wenn Rumänien jetzt auch mal hier einen Vorschuss unternehmen würde. Schauen wir gerade, wie sich das hier noch entwickelt. Sieht aber alles erstmal gut aus. Außer, dass wir hier Truppen haben, die ein bisschen langsam sind und nicht so richtig sich bewegen wollen. Ah, wir haben Berlin schon eingenommen. Das ist gut. Das ist in der Tat sehr gut. Lauf mal du nach Hamburg. Zieht sich nach Stettin zurück, das finde ich aber uncool. Ach, guck mal da, das ist eine deutsche Marine, ne? Da könnten wir doch mal mit unserer Flotte drüber bügeln, das finde ich eigentlich ganz gut. Machen wir aber noch nicht. Stattdessen bügeln wir hier einmal über die Japaner drüber. Okay. Dann hier weiter nach Nanjing. Oh wow, krass. Sieht aus, als hätten wir Glück. Oh, das gibt's einfach nicht, ne? Hm. Okay. Das hier drüben geht mir echt tierisch auf den Keks, aber gut. Ja, schauen wir uns die Sache hier im Deutschen Reich noch ein bisschen an. Ja, das ist wieder. Der schaufelt hier wieder die Truppen um. Das ist total sinnfrei. Das müssen wir nicht machen. Da sind einfach. Das ist halt eben das Ding, was hier noch nicht so funktioniert. Auch in dieser Version des Spiels. Ich weiß nicht, ob das überhaupt in den späteren Versionen des Spiels funktioniert. Dass man trotz einer aggressiven Vorgehensweise die Truppen total defensiv aufgestellt werden. Ich meine, das ist schon, und das hat hier in dieser Version des Spiels auch was damit zu tun, dass die Frontlinien immer so ultimativ breit gezogen werden. Das ist nicht wirklich zuträglich.
Deswegen setze ich dann lieber erstmal immer relativ lange Befehle, dann ist die KI erstmal beschäftigt. Und kommt nicht auf dumme Ideen. Okay, du hast noch einen Bewegungsbefehl. Du fährst bitte hier hin. Du fährst bitte direkt mal im Panzerexpress nach Berlin. Du holst Magdeburg. Und dann Leipzig. Du holst Hannover. Hannover steht komplett offen. Hamburg holen wir uns, Kiel holen wir uns auch. Läuft, oder? Nee, sowieso uns so am besten laufen. Beziehungsweise du nach Erfurt, wir wollen da ja gerne auch hinten alles dicht machen. Naja, die Deutschen ziehen sich da zurück, die lassen sich komplett zurückfallen. Das letzte Mittel. Ah ja, gut, okay, jetzt sind auch unsere Verbündeten mit drin. Sehr schön. Also jetzt sind alle unsere Verbündeten mit drin. Da ist nichts passiert. Da haben wir gewonnen. Wow, okay. Was, wir haben 70 Jäger verloren. Oh fuck. Das ist nicht so gut. 45, der muss noch mehr Luftunterstützung gehabt haben, aber dafür haben wir immerhin den Schlachtkreuzer Amagi versenkt und die Yamato haben wir versenkt. Okay, krass. Das größte japanische Schlachtschiff, glaube ich, ne? Und das ist schon mal gut. Ihr seid noch auf dem Weg. Dann bauen wir, wenn wir doch freie Militärfabriken haben, bauen wir noch ein bisschen mehr Infanterieausrüstung. Wir können dem... Wir können Indien noch ein bisschen was schicken. So, jetzt bitte diesmal einmal... Oder warte mal, wir schicken einfach 50%. Ah ne, einmalig. Komm. Hey, jetzt brauche ich auf einmal wieder... das ist merkwürdig. Jetzt brauche ich auf einmal wieder... Konvois. Also Konvois von ihm. Da sind es meine eigenen... 49.000 Infanterieausrüstung für dich. So. Ja. Mhm. Den Befehl, den habe ich, glaube ich, selbst erteilt, ne? Ah, diese Geräusche. Zerstörer gegen U-Boote ist in der Regel nie wirklich gut. Da bin ich jetzt mal gespannt. Karl Dönitz, Konteradmiral Karl Dönitz. Oder ist er, war er Konteradmiral? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ja, du hast schon wieder die Tendenz. Unsere Truppen sind wie Gase, die wollen sich immer möglichst gleichmäßig im Raum verteilen. Habe ich den Eindruck, das ist irgendwie komisch. Bitte hier hin. Jetzt beweg dich mal endlich. Oh, komm. Ach
Ach ja, guck mal, Alter, es ist uns tatsächlich nochmal gelungen, dass wir einen Kessel gebaut haben und du hast als erstes mal nichts anderes zu tun, als diesen Kessel wieder zu verlassen, ne? Das kennen wir doch. Ja, du bewegst dich mal ein bisschen anders. Also direkt schon mal hier die Deutschen angreifen. Dann bewegst dich hier rum. Bitte, du nimmst direkt hier diesen Mini-Frontabschnitt ein. Das ist gut. Wir könnten uns jetzt auch mal überlegen, ob wir gleich während okay, gut, dieser Abschnitt, der wird relativ bald wieder verschwinden. Und dann werden wir auch diesen Frontabschnitt hier ein bisschen verkürzen. Verwirrt. Ja, lass das mal so, das wird sich eh gleich nochmal ändern. Ja, ist aber ätzend, wenn man sowas mit Infanterie einnehmen muss. Ja, das hier sieht gut aus. Direkt nach Dresden und machen hier bei Leipzig dicht. Wir müssen versuchen hier, das ist halt was, da müsste man jetzt sehr viel Micron mit Panzern. Das könnten wir ja machen, oder ich mache es ja teilweise auch so ein bisschen. Da könnte man jetzt einen sehr schönen großen Kessel machen. Ist ja was, was wir auch gerade versuchen. Der nächste Fallschirmspringer-Abschuss, Absprung. Den könnten wir uns mal gerade zurechtlegen. Aha, hier, da, das ist doch ganz gut. Wie viele Flieger passen da drauf? 2000. Wow. Du bist momentan in Einsatz in Westdeutschland. Mhm, dann kannst du da einfach weiter im Einsatz bleiben. Wir werden gleich unsere Einsatzvorgehensweise mit den Fallschirmspringern ein bisschen ändern. Und diesen hier. So, dann gucken wir, dass wir hier die Jungs erstmal da an der Front festhalten. Wenn du dich wieder verteilst, ne? Super. Okay. Ja, Moskau ist noch nicht in Reichweite. Das ist sehr gut. Von den Verlusten her 5000 auf unserer Seite. 33.000 auf Seiten der Deutschen. 7000 auf Seiten der Japaner. 8000 auf Seiten der Ungarn. Und die Ungarn, die haben doch bestimmt schon hier Scraping the Barrel oder wie das heißt, ne? Wenn die nur noch. Naja. Die haben keine Rekrutenreserven mehr, da bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Gut. Das ist schön. Das sind jetzt auch alle, die für uns im Krieg kämpfen können, sind jetzt auch im Krieg. Hervorragend. Lauf du bitte hier weiter durch. Wenn du hier fertig bist, dann läufst du bitte so rum. Auch hier wollen wir gerne ein bisschen die Frontabschnitte umstrukturieren. Weil die KI sonst hier irgendeinen Scheiß macht. Und zum Beispiel den Vormarsch auf Peking abbrechen. Ja, gut. Das wäre schon wichtig, dass wir Peking auf jeden Fall bekommen. Wir müssen schauen, dass. Also, natürlich sind die Siegpunkte hier nicht alles, was zählt.
Aber die Siegpunkte sind schon recht entscheidend. Wir müssen halt gucken, dass die Sowjetunion nicht zu viele Siegpunkte bekommt. Das wäre halt nicht gut für uns. Okay. Spanien ist noch mit drin. Hervorragend. Haben wir den Frontabschnitt verkleinert. Das ist gut. Jetzt müssen wir mir nur noch sagen, warum das hier bei dir so rumbackt. Alles gut eigentlich. Effizienz der Luftüberlegenheit ist auch so gut wie eine Chance auf ein Fliegerass, aber ich nehme das Fliegerass, glaube ich, an der Stelle. Das können wir wirklich sehr gut gebrauchen. Fliegerasse sind sehr mächtig. Also in der Version des Spiels, die wir hier spielen, auf jeden Fall noch. Ja, wir wollen eigentlich gerne, dass du den Angriff hier fortführst, ne? Jetzt nicht machen, ne? Das ist Kacke. Dann lass es weg und wir warten erstmal, bis du den Frontabschnitt komplett gesichert hast und dann schauen wir da weiter. Ja, wir bereiten mal den nächsten Absprung vor. Da sind die drin, ne? So, ich weiß nicht mehr, was ich noch machen wollte. Ich werde heute häufig unterbrochen und muss jetzt auch, glaube ich, das hat jetzt auch keinen Sinn, heute weiterzumachen. Bauen. Ich gebe noch ein paar Zerstörer in Auftrag. Und jetzt mache ich Schluss für heute. Es tut mir leid. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Ja, mein Sohnemann, der ist irgendwie heute nicht gut drauf. Müssen wir mal gucken. Ich melde mich auf jeden Fall wieder bald zurück und wünsche euch erstmal alles Gute. Bis zum nächsten Teil. In diesem Sinne, ciao.